Guten Morgen zusammen. So, jetzt ist 10 Uhr, jetzt müsstet ihr den Ton auch hören. Es freut mich sehr, dass ihr alle wieder dabei seid, dass wir das nächste USA-Webinar angehen können. Und heute ist es ein ganz besonders schönes Thema, was mir selber sehr am Herzen liegt, weil ich selber schon dort war in Colorado. Ein absolut fantastischer, wunderschöner, spektakulärer Staat, den ich aber natürlich niemals so gut präsentieren könnte wie unser Experte, den wir haben, den Marcel. Guten Morgen, Marcel. Einen wunderschönen guten Einen Morgen. wunderschönen. Marcel ist vom Colorado Office of Tourism Office, Entschuldigung, andersrum, so rum. Die kleinen Feinheiten. Das heißt, er vertritt Colorado in Deutschland, ist wie gesagt der Experte zum Start und wird uns alles dazu erzählen können und euch mit Sicherheit sehr viel Lust auf diesen tollen Start machen. Wie immer gilt, ihr könnt sehr gerne Fragen über den Chat stellen. Auch wenn ihr technische Probleme habt, wendet euch über den Chat an uns. Dann helfe ich euch gerne weiter. Ansonsten, Marcel, erzähl uns ein bisschen was zu Colorado, bitte. Mag ich doch sehr gerne. Ja, nochmal von mir, von meiner Seite ein schönes Hallo in die nicht nur deutschlandweite Runde, wie ich gerade im Chat gesehen habe, sondern sogar schon von außerhalb von Deutschland. Deswegen ich freue mich sehr, dass ihr alle dabei seid und freue mich sehr, dass das Interesse so groß ist und hoffe, dass ihr euch nicht angemeldet habt, weil ihr dachtet, es geht um Corona, sondern um Colorado. Das war es dann aber auch mit schlechten Witzen über Corona heute. Deswegen, ich konzentriere mich heute tatsächlich auf diesen wunderschönen Bundesstaat im Westen der USA. Wie Christian schon gesagt hat, ich bin vom offiziellen Fremdenverkehrsamt von Colorado. Wir sitzen in Köln, wunderschönen Köln am Rhein, und sind schon seit ja, mittlerweile über 20 Jahren der Ansprechpartner für Colorado im deutschsprachigen Markt. Meine Wenigkeit, ich bin schon seit 2008 für den Bundesstaat zuständig. Das heißt, ich durfte auch schon das eine oder andere Mal im Laufe der Zeit dort rüberreisen und diesen Staat sehr, sehr lieb gewinnen. Und ich freue mich sehr über die ja, die große Anmeldezahl hier, obwohl Colorado nicht zu den ja, Top-Destinationen für viele Leute zählt. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ihr alle da seid und werde versuchen, für diejenigen, die noch nicht in Colorado waren, euch den Bundesstaat ein bisschen näher zu bringen. Ja, wir fangen ganz einfach an mit der USA-Karte. Die solltet ihr alle so grob kennen, hoffe ich. Colorado, wie der große rote Pfeil zeigt, liegt so ein bisschen im Westen der USA. Einerseits angeschlossen an die Four Corner States, Utah, Arizona, New Mexico, aber auch andererseits hoch Richtung Wyoming, Montana, Idaho angeschlossen. Colorado ist oft so ein bisschen ja in den Reiseführern oft entweder an den Südwesten oder an den Nordwesten so angeschlossen, was immer ein bisschen schade ist, weil man so ein bisschen ja hinten runterfällt so als Anhängsel. Aber ich hoffe, ich kann euch heute ein bisschen näher bringen, weshalb Colorado dann doch auch sich als ja, mehr oder weniger alleinstehendes Reiseziel sehr eignet. Aber natürlich bin ich mir auch voll bewusst, dass natürlich die Kombination mit den Nachbarbundesstaaten sich immer ja, anbieten. Viele Leute starten halt von Colorado bzw. von der Hauptstadt Denver aus ihre Rundreise entweder eben in den Südwesten oder in den Nordwesten. Gerade Kunden, die schon diese klassische Südwesttour durch Kalifornien, Nevada, Arizona mit den Nationalparks gemacht haben, die dann so ein bisschen Blut geleckt haben, was dieses Thema Landschaften, Wilder Westen, Nationalparks angeht, die machen dann oft so als zweite oder dritte Tour eben eine Rundreise ab Colorado, ab Denver. Und das versuche ich euch heute ein bisschen ja, näher zu bringen, warum man Colorado dann auch ein bisschen länger besuchen darf. Wir gucken uns Colorado mal auf der Karte an, etwas genauer und stellen fest, das sieht ziemlich langweilig aus. Das ist nämlich einfach nur so ein Rechteck. Um das für euch mal so ein bisschen mit Leben zu füllen, nehmen wir diese Interstate, den Bundesstaat einmal von Norden nach Süden zerteilt, die Interstate 25. Die geht einmal in der Mitte durch und die zerteilt den Bundesstaat quasi in zwei landschaftlich komplett unterschiedliche Hälften. Und zwar alles, was westlich oder was nur östlich davon liegt, das sind so die Ausläufer der Great Plains, der Prärie. Das sind so ja, viel landwirtschaftlich geprägte Orte, viel so dieses Kleinstadt-Amerikaner-Flair.
So diese, ja, was man auch so aus Kansas, Oklahoma, den Nachbarbundesstaaten so ein bisschen kennt. Aber alles, was westlich von dieser Interstate liegt, das sieht man hier schon so ein bisschen auf der Karte durch die vielen grünen Flecken. Alles, was westlich davon ist, das sind wirklich so das Herz der Rocky Mountains. Wir haben in Kontinentalamerika, ich glaube, 68 Gipfel, die über 4.300 Meter gehen. Und von diesen 68 Gipfeln liegen 56 Gipfel alleine in diesem Bereich hier in Colorado. Also wir sind wirklich so das Dach der USA, das Herz der Rocky Mountains und dementsprechend alles, was westlich von dieser Interstate liegt, das ist so das, was die meisten unserer Kunden wirklich spannend finden und interessieren. Und dementsprechend konzentriere ich mich jetzt in meinem Vortrag so ein bisschen auf das, was westlich von dieser Interstate liegt. Und starten tun wir unsere Reise natürlich in unserer Hauptstadt in Denver. Und Denver, wenn wir uns das hier auf dem Bild mal so ein bisschen angucken, sieht erstmal relativ harmlos aus. So ganz nett auf der Ebene gelegen, relativ grüne Stadt tatsächlich. Das ist hier nicht nur irreführend auf dem Foto. Mit den Bergen im Hintergrund sieht das ganz harmlos aus. Aber Denver nennt sich nicht umsonst The Mile High City, sondern Denver liegt schon tatsächlich auf 1600 Metern über dem Meeresspiegel. Das heißt, von hier aus geht es dann oft richtig hoch in die Berge bis auf 2.500, 3.000 Meter hoch. Deswegen das, was mir immer sehr wichtig ist, wenn man Kunden hat, die in Denver ihre Rundreise starten, ist, empfiehlt den Kunden erstmal 2, 3 Nächte hier in Denver zu bleiben. Weil Denver durch diese Höhenlage, in die man dort dann reinreist, lohnt es sich einfach, sich so ein bisschen zu akklimatisieren, bevor man dann, wie gesagt, hoch in die Berge geht auf 2.500, 3.000 Meter. Und das Schöne ist, Denver gibt es auch als Stadt wirklich her, auch wenn es nicht ganz so bekannt ist wie andere Großstädte in den USA, dass man hier wirklich auch problemlos 2, 3 Tage verbringen kann, ohne sich groß zu langweilen, sage ich mal. Wir haben auch Direktflugmöglichkeiten, mittlerweile relativ viele aus dem deutschsprachigen Markt. Wir können nach Denver direkt von Frankfurt aus fliegen, sowohl mit der Lufthansa als auch mit der United. Die Lufthansa fliegt zudem auch ab München direkt nach Denver und zusätzlich in den Sommermonaten fliegt die Edelweiss ab Zürich nach Denver zweimal die Woche. Alle anderen Flüge sind wirklich täglich, aber Zürich fliegt eben zweimal die Woche in den Sommermonaten. Denver selber, Marcel, ja. es kam einmal kurz die Frage auf, wie viele Einwohner Denver denn so Genau. ungefähr hat. Die Kollegin hat schon direkt geantwortet, richtig. Das sollte ich vielleicht noch mal ein bisschen genauer elaborieren. Colorado insgesamt ist ungefähr die Fläche der alten Bundesrepublik Deutschland und hat aber nur 5 Millionen Einwohner. Von diesen 5 Millionen Einwohnern leben 2 Drittel wirklich im Großraum Denver. Das heißt, Denver 1,5 Stunden Fahrt nach Norden, Denver 1,5 Stunden Fahrt nach Süden. Die Stadt selber hat, wie die Kollegin schon richtig schreibt, ungefähr 600.000 Einwohnern. Aber der Großraum Denver mit den Städten nördlich und südlich ist bei über 1 Million. Und wie gesagt, insgesamt 2 Drittel der 5 Millionen Leute leben so in diesem Korridor, 2 Stunden nördlich bis 2 Stunden südlich von Denver. Also dementsprechend, wenn man durch Colorado reist und raus aus diesem aus dieser Metropolregion geht, ist man wirklich sehr idyllisch unterwegs, sage ich mal. Sehr viele kleine Städte, aber eben viel Natur. Und darauf gehe ich dann später noch ein bisschen ein. Aber Denver selber so 600.000 Einwohner und die Menschen leben auch wirklich in der Stadt. Also es ist eine lebendige Stadt, eine lebendige Innenstadt. Die erreicht man ganz praktisch seit 2 Jahren mittlerweile mit einer S-Bahn-Verbindung. Das heißt, wenn man mit dem Flieger ankommt, geht man durch die Immigration durch. Die geht in Denver ziemlich zügig, weil es nicht so mörder viele Direktflüge aus anderen Ländern reingibt. Und gerade die deutschen Flüge mit Lufthansa, mit United kommen relativ früh am Nachmittag an, sodass man hier nicht auf großen Andrang von anderen internationalen Flügen trifft. Mein Rekord steht tatsächlich vom Flugsitz bis zur ersten Zigarette draußen bei ungefähr 32 Minuten. Also das
Damals, als ich noch geraucht habe, war das relativ relevant. Aber auch so ist es sehr praktisch und dementsprechend kommt man sehr zügig zu der S-Bahn, die direkt unter dem Flughafen abfährt. Und von dort braucht man etwa 35 Minuten bis zur Innenstadt, kommt an dieser wunderschönen Union Station, die ihr hier links unten im Bild seht, kommt ihr an und diese Union Station liegt direkt an der 16th Street Mall. Die 16th Street Mall, das ist unsere Fußgängerzone im Herzen der Innenstadt. Dort verkehren kostenlose Shuttlebusse. Dementsprechend, wenn man mit dem Gepäck ankommt, kann man direkt in so einem kostenlosen Shuttlebus überwechseln und sich bis quasi zu seinem Hotel fahren lassen oder zu dem Block, der Haltestelle, die an dem Block liegt, wo das Hotel liegt. Das ist ohnehin eine Sache, die mir wirklich sehr, sehr wichtig sind, sehr, sehr wichtig ist, wenn man Kunden in Denver eine Reise starten lässt, dann bucht sie bitte in ein Innenstadthotel und nicht auf die grüne Wiese in die Airport-Hotels. Denver ist, wie gesagt, eine sehr lebendige Stadt. Es lebt auch abends, werden nicht um 18 Uhr die Bürgersteige hochgeklappt, wenn die Büros dicht machen, sondern man hat eine sehr lebendige Kneipenszene. Wir haben um die 70 Brauereien im Großraum Denver, viele davon in der Innenstadt. Stadt. Dementsprechend kann man hier wunderbar 2, 3 Tage verbringen, ohne das Auto groß benutzen zu müssen. Natürlich ist auch in Denver das Thema Kunst und Kultur wichtig. Ist nicht so ganz mein Thema, muss ich ehrlich zugeben. Auch man kann natürlich immer mal wieder so ein Museum besuchen. Da gibt es einige spannende davon, wie das Denver Art Museum, was man hier im Bild sieht. Was mir aber persönlich am nächsten ist in Sachen Kunst ist die Street Art. Und Denver hat wirklich sehr, sehr viele Graffitis in der ganzen Innenstadt verteilt. Vor allen Dingen in meinen Lieblingsvierteln, im Viertel Rhino, River North heißt das. Das liegt direkt nördlich der Innenstadt, ist also auch fußläufig erreichbar. Und hier werden jedes Jahr Graffiti-Künstler aus der ganzen Welt eingeladen, die Straßenzüge hier besprayen und bemalen. Und das ist wirklich sehr schön. In diesen Vierteln als ich angefangen habe, 2008 war das so eine richtige Industriebrache und dann hat dort die Gentrifikation voll zugeschlagen und diese alten Fabrikgebäude, in diese alten Lagerhäuser, diese Backsteinbauten, sind ganz viele Boutiquen, Künstlergalerien, kleine Shops, Kneipen, Clubs reingezogen, sodass man hier wirklich sehr schön tagsüber shoppen gehen kann oder abends auch ein bisschen feiern gehen Dazu kam jetzt direkt die Frage auf, ob es da spezielle Führungen für gibt, also für die Murals, für die Street Art. Ich müsste ehrlich gesagt mal nachgucken. Es gibt auf jeden Fall diverse Führungen zu verschiedenen Themen. Eine Street-Art-Führung habe ich selber noch nicht gemacht. Ich notiere mir das mal, schaue das nach und ich werde wahrscheinlich dann morgen, denke ich, eine Follow-up-E-Mail schicken und gucke nochmal, was es speziell zu dem Thema Street-Art gibt. Alles klar. Genau. Dann, was natürlich auch immer wichtig ist in den USA, ist das Thema Shopping. Wir haben die gängigen Shopping-Malls natürlich auch in Denver. Wir haben seit einiger Zeit auch eine schöne Outlet Mall in Denver. Es gibt die Cherry Creek Shopping Area, die eher was hochwertig ist. Was ich aber kurz erwähnen möchte, weil es letztlich jede amerikanische Stadt hat Shoppingmöglichkeiten. Was ich kurz erwähnen möchte, ist dieser Laden, den man hier im Bild sieht. Das ist Rock Mount Ranchwear. Das ist ein richtig cooler, uriger Westernladen, ist familiengeführt in der dritten Generation. Papa Jack hat ihn damals gegründet. Ist sehr populär. Brokeback Mountain hat sich mit den Hemden von Rockman Ranchwear damals ausgestattet. Viele Künstler, die hier unterwegs sind, decken sich hier ein. Es gibt eine kleine Hall of Fame links, wenn man die Treppe hochgeht, so mit den ganzen Promis. Wirklich ein cooler Laden, ist nicht günstig, aber wirklich sehr authentische Western-Klamotten. Und wenn man sich dafür interessiert, lohnt es sich einfach so mal durchzulaufen. Die haben immer einen Hund, ihren Familienhund, der da rumläuft, den man dann streicheln kann. Der heißt Rock Mount Ranch, wäre der Laden. Und lohnt sich wirklich sehr, ist direkt auch in der Innenstadt, also wirklich gut erreichbar.
Ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, ist auch das Thema Live-Sport. Wir haben natürlich, wenn man in die USA reist, für viele ist das Thema Sport tatsächlich mittlerweile sehr wichtig. Für mich auch. Ich bin ein großer Football-Fan, dementsprechend die Denver Broncos, auch wenn sie zuletzt nicht ganz so gut waren, stehen bei mir immer auf der Liste, wenn ich im Herbst dort unterwegs bin, dort ins Stadion zu gehen. Es ist wirklich ein sehr cooles Stadionerlebnis. Es ist anders, als man das hier vom Fußball so ein bisschen kennt, aber es lohnt sich wirklich, hier mal Sport-Events zu besuchen. Das Schöne an Denver ist, wir haben in allen großen Sportarten und auch noch in ein paar kleinen Sportarten Profiteams. Das heißt, das ganze Jahr über finden hier irgendwelche Live-Sport-Events statt. Wer nur mal reinschnuppern will, für den empfiehlt sich Baseball. Das ist hier im Bild zu sehen. Das sind die Colorado Rockies. Weil beim Baseball gibt es so viele Spiele, dass die Tickets da sehr günstig sind. Da kann man schon ab 10, $12 oft ins Stadion reingehen. Und wenn man nur mal ein bisschen reinschnuppern will, kann man, wir haben das selber schon mal bei einer Inforeise gemacht, wir haben einfach ein bisschen hier reingeguckt, eine Stunde, anderthalb, haben ein paar Bierchen getrunken und sind dann weitergezogen. Und das ist wirklich eine gute Empfehlung, wenn man mal ein bisschen amerikanisches Sportflair schnuppern will. Wenn man zum Football geht, auf jeden Fall ein bisschen früher hingehen, dort das sogenannte Tailgating erleben. Da wird vorne auf dem Parkplatz immer groß gefeiert, gegrillt vor dem Spiel. Da lohnt es sich dann auch vorher ein bisschen zum Stadion zu gehen. Und das Schöne ist, alle Stadien von den großen Sportarten, das Baseballstadion, die Halle, wo Eishockey und Basketball stattfinden und auch das Footballstadion sind fußläufig von der Innenstadt erreichbar. Also auch hier wieder kann man auf das Auto im Prinzip wunderbar verzichten, die ersten 2, 3 Tage. Ich hatte das Thema Bier schon ein bisschen angedeutet. Wir sind ein großer Bierstaat insgesamt mit Colorado, aber auch Denver im Besonderen. Es gibt den sogenannten Denver Beer Trail. Das ist ein selbstgeführter Spaziergang durch Denver, wo man diverse Brauereien abklappern kann. Ich glaube, mittlerweile stehen um die 30 Brauereien auf diesem Spaziergang, also verschiedene Spaziergänge an. Man sollte nicht alle in einem abklappern, aber das sollte man machen. Ohnehin, das Essen in den USA ist mittlerweile viel, viel besser, als es sein Ruf ist. Gerade Colorado ist ein sehr landwirtschaftlich geprägter Bundesstaat, sodass man hier viele Restaurants hat, die lokal angebaute ja, Lebensmittel verarbeiten. Und das lohnt sich wirklich sehr. Zu guter Letzt noch das Thema Live-Musik. Colorado ist auch ein sehr musikalischer Bundesstaat und gerade Denver findet man viele kleine Clubs, wo man Live-Musik erleben kann. Es gibt auch für diejenigen, die von euch Spotify haben, es gibt eine schöne Playlist, die nennt sich Destination Colorado, wo einige Bands aus Colorado sind oder Songs über Colorado. Also wer sich danach ein bisschen einstimmen möchte, musikalisch, neben der Arbeit oder so, einfach mal auf Spotify gehen, Destination Colorado suchen. Eine coole Mischung aus moderner und klassischer Country-Musik und auch Popmusik, also wirklich sehr lohnenswert. Wer Colorado oder wer Live-Musik in Colorado aber richtig geil erleben will, der muss auf jeden Fall zum Red Rocks Amphitheater. Das ist 20 Oh Minuten von ja. Denver Fahrt entfernt. Christian, du hast es selber schon erlebt. Das ist wie man hier sieht, ein Amphitheater, das auf beiden Seiten von diesen gigantischen roten Felsblöcken umrahmt ist. Und was man auf dem Bild nicht ganz so gut sehen kann, wenn man oben steht, auf die Bühne runterguckt, sind man im Hintergrund die Skyline von Denver. Wirklich sehr spektakulär, ein ganz eigenes Flair hier. Ich habe bisher 3 Konzerte dort erleben dürfen. Und letztlich ist es völlig wurscht, welche Band man hier erlebt, weil das Erlebnis an sich ist wirklich genial. Also Also ich sag euch mal was dazu. Also wie gesagt, ich war auf einem Konzert da während der Messe. Es war gigantisch. Ich habe gerade Gänsehaut tatsächlich, weil ich das war das mit Abstand beste Konzert, was ich je gesehen habe. Und das lag nicht nur an der Band. Die Band war cool, aber das war jetzt keine Band, wo ich riesen Fan von war vorher oder so. Dieses Setting ist gigantisch. Also wenn ihr oder eure Kunden zu einer Zeit da sind, wo irgendwas in dem Amphitheater läuft, was euch nur halbwegs interessiert, versucht da Tickets zu bekommen. Egal, ob es teuer ist. Versucht es dahin zu kommen, das ist einmalig. Das ist wirklich großartig. Absolut. Die Konzerte finden im Sommer über statt, aber selbst wenn man
dort unterwegs ist und kein Konzert stattfindet oder kein Ticket für ein Konzert bekommt. Man kann dieses Amphitheater auch tagsüber kostenlos so besuchen. Einfach hinfahren, das ist dann ein Stadtpark tagsüber. Dort sind immer jede Menge Verrückte, die da die Treppen hoch und runter laufen. Also Workouts. Ich nehme mir meistens was zu essen mit und gucke den Leuten beim Sport machen zu. Und das ist wirklich auch so sehr lohnenswert als Foto-Opportunity, würde ich sagen. Ja, und Foto-Opportunity ist ein sehr schönes Stichwort für die nächste Frage, die ich hier noch auf Lager habe. Wenn du einmal ein bisschen was zur Reisezeit sagen kannst, und dann hat Klaus speziell gefragt, ob du für Fotografen eine bestimmte Reisezeit empfehlen würdest. Tatsächlich wäre ich dazu jetzt gekommen, weil ich wollte jetzt in das Thema Nationalparks eintauchen und da wollte ich auch ein bisschen was über das Thema Reisezeit sagen. Grundsätzlich kann man natürlich Colorado ganzjährig bereisen, das ist kein Thema. Die beste Reisezeit durch die Höhenlage ist, sage ich mal, Ende Mai bis in den Oktober rein. Und meine persönliche Lieblingsreisezeit ist tatsächlich der Herbst. Und gerade fürs Thema Fotografieren ist der Herbst wirklich fantastisch und sehr, sehr lohnenswert, weil die Luft sehr klar ist. Die Temperaturen sind noch sehr warm, aber oder relativ warm, aber die Luft ist sehr klar. Es sind deutlich weniger Leute unterwegs in den Herbstmonaten, so September in den Oktober rein. Und natürlich, was man im Herbst hat, ist die Laubverfärbung in den Bergen und in diesen Ästen. Wäldern, die dann nicht diesen Rotstich von der Ostküste haben, sondern so mehr so Gold, Orange, Gelb Schattierungen haben. Und das ist so wirklich so meine Lieblingsreisezeit insgesamt und auch grundsätzlich zum Thema Fotografieren ist, denke ich, der Herbst so mit das Schönste, was man machen kann. Mhm. Ja. Bevor du jetzt auf die Nationalparks kommst, sorry, eine Denver-Frage habe ich tatsächlich noch zum Airport. Ob die Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind? Sind sie noch nicht. Das wird noch ein bisschen dauern, da das betrifft ja im Wesentlichen den Hauptterminal. Ich muss ehrlich gestehen, ich müsste noch mal nachgucken, bis wann es fertig sein soll, aber es wird auf jeden Fall noch was dauern, weil das wirklich sehr radikale Umbaumaßnahmen sind, weil die sehr moderne, ganz, ganz futuristische Konzepte haben, was die neue Strukturierung der Einreise angeht, oder nicht der Einreise, sondern dieser Security-Checkpoints angeht. Das müsste ich aber auch nochmal schauen. Christian, wenn du das kurz notieren könntest, ja, mach ich klar. Dann schaue ich dann nochmal nach, wann das genau losgehen soll oder fertig sein soll. Kommen wir aber jetzt zum Thema Nationalparks, denn das ist ja das, was die meisten unserer Kunden oft interessiert. Und wir haben tatsächlich in Colorado 4 Nationalparks. 2 davon solltet ihr hoffentlich alle kennen, die anderen beiden sind eher unbekannt. Sehr bekannt ist der Rocky Mountains Nationalpark. Das ist der an Denver nächstgelegene Nationalpark, etwa 90 Minuten entfernt von Denver. Und der bietet überraschenderweise genau das, was der Name schon sagt, nämlich die Rocky Mountains. Das heißt, tolle hohe Bergwelten, wunderschöne Wandermöglichkeiten. Wie gesagt, gerade im Herbst auch sehr toll. Dann kommen auch die Wapiti-Hirsche auf die niedrigeren Gegenden, die dann dort so teilweise Hunderten rumlaufen. Wirklich sehr lohnenswert. Der Park selbst hat ganzjährig geöffnet, aber durch den Park geht die höchste geteerte Passstraße Nordamerikas. Das ist die Trail Ridge Road. Die geht bei 3712 Meter über den Buckel. Das nochmal zum Thema Höhe. Und die ist von Ende Mai bis in den Oktober rein in der Regel geöffnet. Und dementsprechend, das ist wie gesagt auch so das, was ich als Hauptreisezeit bezeichnen würde, eben von Mitte, Ende Mai bis in den Oktober rein. Der Rocky Mountain Nationalpark eignet sich immer super als erster oder letzter Stop auf einer Wohnmobilreise. Durch die Nähe zu Denver ist man dann schnell von der Wohnmobilstation eben im Park, kann also ohne große Fahrerei seine Shopping-Möglichkeiten, Einkaufsmöglichkeiten erledigen und ist dann innerhalb von einer Stunde, anderthalb direkt im Nationalpark und kann dort wunderbar in der Natur übernachten oder eben am Ende der Reise auch als letzten Punkt das gut machen.
Der zweite Nationalpark, den ihr hoffentlich alle kennen solltet, ist der Mesa Verde Nationalpark. Der liegt, wie ihr unten rechts auf der Karte sehen könnt, ganz im Südwesten des Bundesstaates. Oftmals ist er auf den klassischen Südwestrundreisen noch als östlichster Punkt mit drin. Da wissen viele gar nicht, dass sie da kurz in Colorado sind. Aber das ist tatsächlich ein ganz spannender Nationalpark, weil er ganz anders ist als alle anderen Nationalparks in den USA, weil es der einzige Nationalpark ist, der wegen etwas vom Menschen geschaffen und zum Nationalpark wurde. Und das sind diese 800 Jahre alten indianischen Felsensiedlungen, die man hier, da sieht man den Cliff Palace im Bild. Insgesamt gibt es 600 von diesen Felsensiedlungen verteilt über so ein Hochplateau. Was mir hier immer sehr wichtig ist, nehmt euch genug Zeit für diesen Park. Die Wege sind relativ lang, man muss auf so ein Hochplateau rauf und hier sollte man entweder eine Übernachtung im Park selber einplanen, entweder zum Campen oder tatsächlich in der Farview Lodge, die am höchsten Punkt des Parks liegt und dementsprechend, wie der Name schon sagt, man sehr tolle Ausblicke hat, oder aber 2 Nächte in der Umgebung durchzieht, entweder in Durango oder in Cortez. Wie ich aus eigener Erfahrung berichten kann, schmerzhaft gelernt, wenn ihr diese Führung machen wollt, darunter, wirklich zu diesem großen Palast, müsst ihr sie im Voraus buchen. Am besten am Tag vorher, für den Tag danach. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ich bin morgens früh direkt um 8 da gewesen, als das Visitor Center geöffnet hat. Da hatte ich leider keine Chance mehr, die Führung zu machen. Also, wenn ihr es machen wollt, vorher einfach anmelden. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Also, das ist, sage ich mal, meistens kann man es schon noch am selben Tag hinkriegen. Und ansonsten, der Cliff Palace ist natürlich der bekannteste, aber es gibt auch noch diverse andere Führungen, die man dort machen kann, die sich ähnlich lohnen. Das ist dann nicht ganz so groß, diese Siedlungen, aber letzten Endes werden ähnliche Sachen erzählt und man bekommt oftmals auch noch ein etwas individuelleres Erlebnis bei einem Teil der anderen Führungen, weil diese Cliff Palace-Führung halt sehr, sehr begehrt ist. Ja, absolut. Nee, also ich habe dann tatsächlich auch eine andere Wanderung gemacht, die war super. Also absolut. Es muss nicht dieses Ding sein. Versteht mich nicht falsch. Nee. Genau. So, jetzt habe ich so viel über Berge und so geredet, deswegen ist es total logisch, dass wir in Colorado auch die höchsten Sanddünen Nordamerikas haben. Und das ist einer von den zwei unbekannteren Nationalparks. Das ist der Great Sand Dunes Nationalpark im Süden von Colorado. Tatsächlich bis zu 200 Meter hohe Sanddünen, die sich hier direkt vor der Bergkette abgelagert haben. Ganz bizarre Landschaft, wirklich sehr spektakulär, sehr einzigartig und wirklich ein toller Geheimtipp, den man auf jeden Fall mitnehmen sollte. Das ist ein Park, wenn man nicht mit dem Camper unterwegs ist, sollte man hier einen halben Nachmittag einplanen. Das reicht dann völlig aus, ein bisschen in den Sanddünen reinzugehen. Vielleicht mit dem Sandboard die Sanddünen ein bisschen runterbrettern. Wenn ihr aber mit dem Wohnmobil unterwegs seid oder eure Kunden mit dem Wohnmobil unterwegs sind, sollte man hier auf jeden Fall eine Übernachtung einplanen. Das ist nämlich einer meiner 3 Lieblings-Campgrounds in Colorado. Dieser Campground liegt direkt am Fuße dieser Berge, die man gerade gesehen hat, zwischen den Bergen und den Sanddünen. Das heißt, wenn man seinen Camper aufgebaut hat, den Grill angefeuert hat, sitzt man mit dem Rücken zu den Bergen, die rot angestrahlt werden, guckt auf die Sanddünen, hinter denen die Sonne untergeht. Das ist wirklich sehr, sehr einzigartig, sehr spektakulär und wirklich ein toller Geheimtipp. Lohnt sich auch sehr für Familien. Man sieht das unten rechts in dem Foto. Da geht so ein kleiner Schmelzwasserfluss durch. Das ist so ein bisschen unsere Beach in Colorado. Also durchaus lustig im Sommer. Der Campground heißt Pinyon Flats Campground, ist direkt, wie gesagt, im Nationalpark drin. Es gibt auch noch einen privaten Campground direkt vor dem Eingang zum Nationalpark. Der ist nicht ganz so spektakulär, aber auch schon recht nett, falls man da keinen Platz mehr kriegen sollte. Und zu guter Letzt kommen wir zu meinem, ja. Sorry, eine Frage war noch zu Mesa Verde, bevor wir jetzt viel Ach weiter so, sind ja. in der Präsentation. Zum Cliff Palace, die Wanderung, wenn man die mitmacht, hast du da eine Idee, wie lange die dauert insgesamt? Ich glaube, das dauert insgesamt so 1,5 Stunden, aber nagelt mich nicht drauf fest. Also ich glaube, so 1 Stunde bis 1,5 ist man insgesamt unterwegs mit Wartezeit vorher. Das dauert dann immer so ein bisschen. Man muss auch so Leitern hochklettern. Das zieht sich alles ein bisschen. Ich glaube, so 1 bis 1,5 Stunden sollte man ungefähr einplanen. Alles klar. Genau, so kommen wir zu meinem Lieblingsnationalpark und das ist der Black Canyon of the Gunnison. Der ist sehr unbekannt, liegt im Westen von Colorado und wir kennen ja so diese klassischen roten Sandstein-Canyons in den USA, im Westen der USA. Diese
Ja, diese Sandstein-Canyons sind immer sehr ausufernd. Dieser Canyon hat ein ganz anderes Gestein, wie man das hier im Bild schon sieht. Das ist ein Gneisgestein, viel härter. Und der Canyon wächst immer mehr in die Tiefe, als er in die Breite wachsen wird. Der ist nur so 200-300 Meter breit. Aber diese Wand, die ihr hinten im Bild seht, die Painted Wall, die geht fast 800 Meter senkrecht runter. Also wirklich sehr dramatisch, sehr spektakulär, sehr eng und sehr greifbar. Und das Tolle ist, diesen Nationalpark kennt im Grunde keine Sau. Das heißt, den hat man selbst im Hochsommer an den Aussichtspunkten für sich. Hier sind kaum Reisebusse unterwegs oder so. Und das, obwohl man nur 3 Stunden von Mesa Verde oder 3 Stunden von den Nationalparks in Moab in Utah entfernt ist, hat man hier ein ganz eigenes, einsames Erlebnis. Also wirklich eine tolle, toller Geheimtipp, den man seinen Absolut. Kunden auf jeden Fall ans Herz legen soll. Absolut, das unterschreibe ich zu 100% großartig. Also wer in die Region kommt und das nicht macht, der ist echt was schuld. Ja, absolut. Und es gibt auch hier einen kleinen Campground, der liegt nicht ganz so spektakulär, weil er halt nicht direkt am Canyon liegt, ist aber trotzdem ganz nett. Der Campingplatz ist wie alle Campingplätze mit Ausnahme, sag ich mal, von Mesa Verde und Rocky Mountain Nationalpark nicht übermäßig voll. Also für Mesa Verde und Rocky Mountain Nationalpark in Colorado sollte man sich vorher immer um eine Reservierung bemühen. Alles andere kann man ein bisschen spontaner machen, selbst in den Sommermonaten, weil Colorado einfach nicht so überlaufen ist wie manche andere Regionen im Westen der USA. Und überlaufen ist auch noch ein Stichwort zum Abschluss dieses Themenbereichs. Ihr kennt ja alle den Nationalparkspass. Der kostet 80 US-Dollar, ist für alle Nationalparks gültig, für ein ganzes Jahr lang pro Fahrzeug. Und dieser Nationalparkspass gilt tatsächlich auch für die National Monuments. Und das ist immer so ein Thema, das ist so ein bisschen mein wichtiges Thema. Empfehlt den Leuten auch, die National Monuments zu besuchen. Die sind oftmals ähnlich spektakulär wie die Nationalparks. Man sieht das hier beispielsweise, das Colorado National Monument bei Grand Junction. Sind aber viel, viel weniger besucht. Gleiches gilt für das Dinosaur National Monument, das wir uns mit Utah teilen. Die Utah-Seite ist die deutlich beliebtere Seite, aber die Colorado-Seite ist noch etwas unbekannter. Und ich war im September das letzte Mal dort, da haben wir innerhalb von 4, 5 Stunden 12 andere Autos gezählt. Also wirklich sehr, sehr toll. Also wenn ihr eine Sache mitnehmt von diesem Vortrag, empfehlt den Kunden auch mal die National Monuments zu besuchen, die oft auf dem Weg liegt. Die fliegen immer so ein bisschen unter dem Radar, was total schade ist, obwohl die oft ähnlich spektakulär sind. Dieses Foto beispielsweise ist keine Luftaufnahme, sondern ein Bild von dem Wanderweg, der am Ende dieser Stichstraße entlang geht. Das ist der sogenannte Harper's Corner Trail. Wirklich sehr toll, sehr spektakuläre Ausblicke. Ja. Eine Frage hatten wir noch zu, jetzt müssen wir überlegen, es war zum Black Canyon, wo da die Unterkünfte in der Nähe am besten sind. Genau. Der einfachste Ort ist Montrose. Das ist im Prinzip vereinfacht gesagt so ein Durchgangsort, wie man das oft so in den USA kennt. Da sind so die klassischen Kettenhotels, wo man Holiday Inn Express oder Best Western übernachten kann. Die andere Alternative ist Gunnison. Beide Orte sind so zwischen einer halben und einer Stunde vom Eingang des Parks selber entfernt. Dort kann man dann entsprechend diese normalen Hotels und Motels finden. Hier kam gerade die Frage auf zum Namen vom Dinosaur National Monument. Ja, im Dinosaur National Monument ist es so, wir teilen uns den auf mit Utah. Auf der Utah-Seite fährt man quasi unten rein in den Park und da sind die namensgebenden Dinosaurierfossilien. Das ist sehr beeindruckend. Das ist so eine riesige Felswand voll mit Dinosaurierfossilien. Auf der Colorado-Seite gibt es den Gerüchten nach noch lebende Dinosaurier, aber sonst keine Fossilien, soweit ich weiß. Nein, dort auf der Colorado-Seite ist wirklich das Thema Natur dann die Rolle, auch wenn der Name da Dinosaurier vorgibt. Alles klar. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal ein kleines Video an, wa? Gerne. Thank you.
Was ist das denn bitte für ein cooles Video? Das kannte ich noch gar nicht. Ich habe mir tatsächlich im Vorfeld nicht angeguckt. Das Video ist tatsächlich brandneu. Das haben wir, glaube ich, seit 3 Wochen oder so. Ja, Also sehr, sehr von cool. daher, genau. ich habe schon so ein paar Fragen hier gesehen. Das Thema Eisenbahn komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Ansonsten sammelt Christian das, glaube ich, gleich mal. Und Ja, ich auf gehe jeden mal Fall. noch kurz so ein bisschen weiter. Was neben den ganzen Nationalparks in Colorado wirklich schön ist, sind die vielen kleinen Städte. Und wenn ich auf Inforeisen mit Gruppen in Colorado unterwegs bin, das, was viele Leute immer so ein bisschen lieben lernen, ist so das Zwischendurch. Also diese kleinen Städte mit viel Charme, mit viel Western-Architektur, viele coole kleine Orte. Und auch wenn die Zeit schon sich dem Ende zuneigt, so ein paar Sachen möchte ich noch kurz erwähnen. Wir haben zum einen Colorado Springs, das ist unsere zweitgrößte Stadt, ist ungefähr 1,5 Stunden südlich von Denver. Und das ist als Stadt selber nicht ganz so spannend. Die Vororte sind da eher interessant. Aber dort gibt es zwei Sachen, die ich kurz erwähnen möchte. Das eine, das sah man auch in dem Video, ist hier dieser tolle Park mit diesen roten Sandsteinfelsen. Das ist der sogenannte Garden of the Gods. Ist ein kostenloser Stadtpark. Den sollte man auf jeden Fall mit besuchen. Kommt man kostenlos rein. Das sind diese wahnsinnigen Sandsteinformationen. Der lässt sich wirklich sehr leicht auf eine Reise mit einbauen. Der andere Tipp für Colorado Springs ist ein wirklicher Geheimtipp. Den kenne ich selber erst seit 2,5 Jahren. Und das sind die sogenannten Paint Mines. Das ist kein Stadtpark, kein Nationalpark, kein State Park, sondern das ist so ein ganz kleiner, ganz unbekannter Park, nochmal 40 Meilen östlich von Colorado Springs. Wie gesagt, ich mache den Job seit 2008 und ich habe selber vor 3 Jahren das erste Mal davon gehört und war vor 2 Jahren dann das erste Mal dort. Und es ist wirklich irre spektakulär. Das sind diese wunderschönen bunten Hoodoos, die man sonst so aus Utah kennt. Ganz wenig Leute unterwegs, dadurch, dass er so extrem unbekannt ist. Paint Mines, notiert euch das mal, wenn ihr Kunden habt, die so ein bisschen auf der Suche nach Geheimtipps sind. Ist das wirklich ein sehr spektakulärer Park. Den sollte man am besten so mittags besuchen, wenn die Sonne wirklich draufsteht und die Farben leuchten oder so am späten Vormittag. Abends, nachmittags ist dann die Sonne so ein bisschen weg, dann kommt das nicht mehr ganz so spektakulär raus, aber das so als kleiner Tipp am Rande. Kannst du einmal noch mal kurz sagen, wo die sind? Das ist 40 Kilometer oder 40 Minuten östlich von Colorado Springs Okay, alles gelegen. klar. Genau. Gerade haben mir einige nachgefragt, wo diese Eisenbahn ist. Und diese Eisenbahn ist die Durango Silverton Railroad. Das ist eine von 8 historischen Eisenbahnen, die wir in Colorado haben. Es ist mit Sicherheit die bekannteste von diesen historischen Eisenbahnen. Ist eine wirklich fantastische Fahrt. Ist eine Tagestour, die man hier macht. Eine Strecke vom Durango nach Silverton dauert etwa 3,5 Stunden. Ich würde, wenn man nicht ein absoluter Zugfanatiker ist, würde ich empfehlen, eine Strecke mit dem Bus, mit dem Zug zu machen und die Rückfahrt mit dem Bus zu machen. Die Rückfahrt dauert dann nur 1,5 Stunden, weil sonst sind 3,5 Stunden hin, 3,5 Stunden zurück in einem alten Zug schon sehr lang. Und der spektakulärste Teil ist die zweite Hälfte, wenn man von Durango nach Silverton fährt. Und das ist wirklich so, denke ich, die Strecke, die am meisten Sinn macht. Wirklich eine sehr tolle Strecke. Man fährt dann nach Silverton hoch in die Berge. Das ist so ein Ort, Westernort in den Bergen, so ein Silbergräberort, hart an der Grenze zum Kitsch. Mit Einschusslöchern in der Decke vom Saloon und den Balken zum Pferde anbinden, aber wirklich eine sehr coole Sache. Und selbst auch Durango ist wirklich eine coole Westernstadt. Man sieht dieses historische Hotel hier rechts oben im Bild, wirklich viel historischer Flair. Wirklich eine sehr schöne Geschichte. Hast du die Kosten der Bahnfahrt im Kopf? Nee, müsste ich auch nochmal genau gucken. Das ist leider schon ein bisschen lange her, dass ich das letzte Mal die Fahrt gemacht habe. Aber es ist nicht billig, aber es ist wirklich ein tolles Erlebnis und wirklich sehr lohnenswert. Es gibt auch unterschiedliche Kategorien. Es gibt so den Viehwaggon, übertrieben gesagt, wo man mit offenem Wagen sitzt, also offenen Seiten, bis zu der Presidential Car mit kuscheligen Sitzen. Genau. Ich könnte jetzt noch viel weiter reden. Grand Junction ist so ein bisschen unser Obstkorb von Colorado, ist der Ausgangsort für das Colorado National Monument, das ich vorhin schon erwähnt habe, aber ich will die Zeit jetzt nicht überstrapazieren.
Zum Abschluss noch mein Lieblingsort ist nördlich von Denver, so 1,5 Stunden, liegt oft so auf dem Weg vom Rocky Mountain Nationalpark oder von Denver hoch Richtung Wyoming und wird oft so ein bisschen links liegen gelassen, was total schade ist, weil Fort Collins ist so, ich sage immer so, das Münster von Colorado, ist so eine Universitätsstadt, sehr charmant, es fehlt so an großen Attraktionen, aber es ist eine super charmante Kleinstadt mit sehr viel Flair, tollen kleinen individuellen Läden. Und wenn ihr die Gelegenheit habt oder die Kunden, sollen sie zumindest mal für ein Mittagessen hier in die Innenstadt fahren. Angeblich soll die Altstadt das Vorbild für Disneys Main Street USA, also da wo man immer in die Disney-Parks reinkommt, gewesen sein. Ob das stimmt, das nehmen noch zwei andere Städte für sich in Anspruch, aber es ist wirklich eine Stadt mit sehr viel Flair. Und wenn man so dieses Kleinstadt-Amerika kennenlernen will, ist das wirklich ein sehr lohnenswerter Stopp. Wie gesagt, so 1,5 Stunden nördlich von Denver, eine Dreiviertelstunde vom Rocky Mountain Nationalpark entfernt. Einfach mal so für den Hinterkopf behalten. Ich könnte noch eine Stunde locker reden. Wir haben noch so viele tolle kleine Städte, ob das jetzt Ouray ist, ob das Salida ist, ob das Aston, der Skiort, den viele Leute sicherlich kennen, der aber auch als Sommerdestination sich sehr lohnt. Wir haben noch ganz viele Themen, die ich anschneiden könnte, ob das jetzt das Thema Ranch-Urlaub ist. Wir haben viele heiße Quellen. Das Thema historische Eisenbahnen haben wir gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Und natürlich, wir haben so viel Landschaft, deswegen haben wir natürlich jede Menge an Outdoor-Aktivitäten. Ob das jetzt Mountainbiking ist, Stand-up-Paddleboarding oder alles, was das Herz begehrt. Und natürlich dieses große Thema Wintersport, wo ich alleine eine Stunde drüber reden könnte. Deswegen, ich bin jetzt quasi am Ende, über das Ende meines Zeitbudgets hinaus. Deswegen schließe ich jetzt mal den Alles Vortrag. gut. Ich darf noch zwei kleinen oder einen kleinen Tipp geben. Ihr seht hier meine Kontaktadresse. Wie gesagt, ich werde euch hoffentlich schaffen, morgen, ansonsten spätestens am Montag eine Follow-up-Mail schicken mit nochmal ein paar Informationen. Ansonsten hier meine E-Mail-Adresse, seht ihr hier die Endung getitacross.de. Wenn ihr da drauf geht, gibt es eine Rubrik Neu Training. Da haben wir ganz viele Online-Trainings, Webinare von all unseren USA-Kunden, die wir als Agentur vertreten. Wir machen noch die Florida Keys, wir machen die Neuengland-Staaten, wir machen neu auch die Cayman Islands. Also da könnt ihr euch gerne dann mal drauf umschauen und ich werde selber die nächsten Monate sicherlich das eine oder andere weitere Webinar halten. Und da würde ich mich freuen, wenn der eine oder andere nochmal sich einschaltet. Der Name fehlt. Marcel Sprenger ist Genau. es. Stimmt, den habe ich nur ganz am Anfang, ja. Mein Name ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass er Colorado jetzt mögt, hoffe ich. Genau. Ja, dann würde ich sagen, haben wir Zeit für eure Fragen. Also wenn ihr noch Fragen habt, jetzt gerne im Chat stellen. Wir arbeiten uns mal mit den Fragen schon mal vor, die schon gekommen sind. Einmal beim Black Canyon, den Namen von dem Campground. Ja, das ist ganz simpel. Das ist der South Rim Campground, also der Südrand Campground. South Rim, ja, Genau. alles klar. Dann hat man in dem Video Büffel gesehen irgendwo. Ja. Da war die Frage, wo das wohl war. Das war, wenn man genau hingeguckt hat, hat man die Sanddünen im Hintergrund gesehen. Das ist tatsächlich direkt am Great Sand Dunes Nationalpark. Das ist eine Ranch, auf der man auch übernachten kann. Das ist die sogenannte Zapata Ranch, Zapata. Und die gehören dem Naturschutzbund und die betreiben dort eine 2.500 kopfstarke Büffel- oder Bisonherde. Und dort kann man Ausritte machen, zu denen man dann auch rausreiten kann, wo man mithelfen kann. Und das direkt vor dieser spektakulären Kulisse vom Great Sand Dunes Nationalpark. Alles klar. Dann wird auf jeden Fall dieses Video sehr, sehr stark verlangt. Das möchten die Leute auf jeden Fall alle haben. Das kriegen wir auf jeden Fall hin in die Follow-up-Mail, klar. Ja, wie ich schon geschrieben habe, ihr kriegt auf jeden Fall auch die Aufzeichnung des kompletten Webinars. Das heißt, ihr könnt euch alles, was Marcel erzählt hat, auch dann nochmal in Ruhe anhören. Die Frage kam auf, ob man auch deine Präsentation haben kann, die PowerPoint, oder ob das problematisch ist. Nein, da spricht nichts dagegen. Die kann ich gerne als WeTransfer-Link mit dazu packen in die Ja, Follow-up-Mail. Kein Problem. perfekt. Super. Genau, einmal kam nochmal die Frage nach dem Amphitheater auf. Das ist in Denver, wo das Genau. lag. Das 20 Minuten Fahrt von der Innenstadt ungefähr, bis man da ist. Es gibt keinen Bustransfer oder so, aber man kann natürlich mit Uber sich rausbringen lassen, wenn man abends auch ein bisschen trinken will. Oder halt
jemanden haben, der heimfährt. Ja, genau. Das fand ich eine interessante Frage. Gibt es auch Seen mit Bademöglichkeit oder ist das zu kalt einfach? Es gibt definitiv Seen mit Bademöglichkeiten, sogar einige. Es ist frisch, es ist halt alles Schmelzwasser gefüttert. Dementsprechend ist das natürlich schon, sage ich mal, eher was für die Leute, die so ein bisschen abgehärteter sind. Aber ja, da gibt es jede Menge Möglichkeiten, in die Flüsse, in die Bäche rauszugehen. Es gibt teilweise tatsächlich auch Hot Springs, die direkt an so Bachläufen sind, wo man quasi im Fluss sitzen kann in so kleinen Tümpeln, die von heißen Quellen gewärmt werden. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Auch wenn wir kein Meer haben, so haben wir doch auch diverse Bademöglichkeiten. Alles klar. Dann die goldene Frage für eine Rundreise durch Colorado. Was würdest du Minimum veranschlagen? Was wäre optimal? Also wenn wir jetzt Ja. nur von Colorado Also sprechen. wenn wir nur Colorado machen, dann würde ich 2 Wochen einplanen. Das ist wirklich das, wo man dann gut mit zurechtkommt. Wenn man sich, sage ich mal, nicht so gut auskennt wie ich, dann hat man da keine Riesenprobleme, das sehr gut zu füllen. Ich habe vorletztes Jahr meine Frau dort mitgenommen und da war es mit 2 Wochen schon sehr, sehr schwierig, das alles zu füllen oder alles hinzukriegen in den 2 Wochen. Aber ich sag mal, 2 Wochen sind ein guter Ansatz. Die meisten werden es ja eher als Rundreise in Verbindung mit anderen Bundesstaaten kombinieren. Da würde ich versuchen, so 8, 9, 10 Nächte, wenn es geht, irgendwie für Colorado reinzukriegen. Das ist, denke ich, immer eine gute, ja, gute Maßgabe. Alles klar. Dann kam noch die Bitte für Ranch-Urlaub, irgendwie mal was ins Follow-up mit aufzunehmen. Ich weiß nicht, kannst du da ad hoc irgendwas herausheben oder? Also grundsätzlich Ranch-Urlaub in Colorado ist wunderbar möglich. Es ist ein sehr komplexes Thema, weil Ranches sehr unterschiedlich sind, je nachdem, was man sucht. Es gibt natürlich die Working Ranches bis hin zu den Ranch Resorts, sage ich mal, die eher so mit Tennisplatz und Volleyballplatz eher mehr diese Ranch-Kulisse haben. Das ist wirklich ein sehr komplexes Thema. Es gibt natürlich auf unserer Webseite gibt es einige Informationen dazu. Es gibt auch eine Colorado Dude Ranch Association, auf der viele Ranches verzeichnet sind. Den Link kann ich auf jeden Fall dazufügen. Ich würde aber grundsätzlich durchaus empfehlen, es gibt ein paar Ranch-Reisespezialisten in Deutschland, die sich wirklich sehr, sehr gut mit dem Thema auskennen und die auch mit Reisebüros zusammenarbeiten. Das würde ich durchaus empfehlen, da mal mit einem Ranch-Reisespezialisten einen Kontakt aufzunehmen. Das ist, denke ich, nicht unvernünftig in dem Zusammenhang. Alles klar. Dann kam die Frage, ob es auch Infos zu Scenic Byways gibt, ob ihr da eine Broschüre habt oder ob du da was dann schreiben könntest oder. Eine Broschüre haben wir derzeit nicht, aber es gibt insgesamt 26 Scenic Byways in Colorado. Die sind auch alle auf einer sehr detaillierten Ah ja. Internetseite verzeichnet. Auch den Link nehme ich gerne mit auf. Ohnehin, Scenic Byway ist wirklich ein super Thema. Sollte man sich immer daran orientieren, wenn man so eine Route plant, möglichst viele von diesen Scenic Byways mit aufzunehmen, weil die wirklich so oftmals nicht der direkte Weg, der schöne ist, sondern oftmals, wenn man so rechts oder links so ein bisschen ja, meandert, sage ich Ja, mal, lohnt sich das wirklich sehr. absolut. Die Hot Springs, die du erwähnt hast, sind die über den Staat verteilt? Sind die in einer Region? Die sind im Prinzip durch den kompletten Westen Colorados durchverteilt. Es gibt seit letztem Jahr gibt es sogar einen Colorado Hot Springs Loop. Der ist wirklich, das ist wirklich so eine Rundreise, wo alle oder fast alle Hot Springs Orte miteinander verknüpft werden. Den Loop kann ich gerne auch ins Follow-up mit aufnehmen. Dann hat man da zumindest eine Orientierung. Auch hier gibt es im Hot Springs Bereich wirklich alles von der sehr rustikalen Variante ohne Strom in den Bergen mit bis hin zum absoluten Luxus-Resort. Da kann man auch wirklich alles, was man so an Geschmäcker hat, abdecken. Mein persönliches Lieblings-Hot Springs-Resort, wenn ich das loswerden darf, ist bei Steamboat Springs im Norden von Colorado. Das nennt sich Strawberry Park Hot Springs. Die sind wirklich oben in den Bergen und die sind auch bis spät in den Abend
Schein geöffnet und nach Anbruch der Dunkelheit ist der Kleidung optional. Das muss man also, muss man jetzt nicht durchziehen, habe ich auch nicht, aber dort gibt es dann keinen Strom. Das heißt, man sieht wirklich den offenen Sternenhimmel, hat die Wälder um sich drumherum. Ich habe eine Elchkuh mit einem Baby auf der Fahrt dorthin gesehen. Es waren Rehe, die dort um das Hot Springs Resort rum oder um die Hot Springs Anlage rumliefen. Also wirklich super idyllisch und ganz, ganz toll. Also das ist so mein absoluter Tipp, was das Thema Hot Springs angeht. Das sind die Strawberry Park Hot Springs bei Steamboat Springs. Alles klar. Natürlich die Frage nach Femtrips kam auch auf. Ich meine, klar, im Moment ist es schwierig, irgendwelche Femtrips zu planen. Das ist nicht ganz einfach. Nein, aber generell habt ihr irgendwie E-Learning, wo ihr dann aus den Absolventen die Teilnehmer aussucht, oder wie macht ihr das? Also bisher in den letzten Jahren war es meistens so, dass wir mit einem Reiseveranstalter kooperiert haben. Wir machen in der Regel in normalen Jahren, sage ich mal, eine Gruppenfam pro Jahr. Dort arbeiten wir in der Regel mit den großen Veranstaltern, mit der Tour, mit FDI oder so zusammen, die dann wiederum ihre die Agenten dann einladen über ihre Qualifikationsprozesse. Wir machen keine, die wir selbst durchführen oder selbst organisieren, sondern dann meistens in der Regel in Zusammenarbeit mit großen Veranstalterpartnern. Alles klar. Sehr schön. So, ich glaube, wir haben alle Fragen abgearbeitet, die da im Chat gekommen sind. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, natürlich Marcel steht immer zur Verfügung. Schreibt ihm, ruft ihn an. Ihr habt ja beides da noch stehen. Dazu darf ich sagen, unter der Telefonnummer bin ich gerade nicht erreichbar, weil ich im Homeoffice bin. Deswegen ist die E-Mail die einfachste Erreichbarkeit momentan. Das stimmt. Ja. Ich sehe gerade, da ist noch eine Frage wegen Expedientenermäßigung. Sowas haben wir leider nicht für Colorado tatsächlich. Da haben wir leider kein organisiertes zentrales Programm. Alles klar. Ich würde natürlich gerne noch ein bisschen Werbung für unser nächstes Webinar nächste Woche Mittwoch um 10 machen. Da haben wir zwei sehr spannende Staaten. Das ist dann North Carolina und Georgia zusammen in einem Webinar. Auch natürlich eine völlig andere Region, als wir heute gesehen haben. Aber auch super spannend, wenn man an der Ostküste mal unterwegs ist. Genau, also da lade ich euch herzlich ein, auch nächste Woche mit dabei zu sein. Ansonsten, Marcel, vielen, vielen Dank. Das war super hilfreich, super informativ, wie hier auch alle schreiben. Ein sehr schönes, sehr rundes Webinar. Und wie gesagt, alle Infos, die wir jetzt genannt haben, die kriegt ihr von Marcel noch separat, inklusive Video und Präsentation. Und vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank, Marcel, für das Webinar. Und dann hoffentlich bis nächste Woche. Danke auch. Ciao. Ciao.